Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Italien, ehemals Venedig. Wir machen hier weiter, doch vorab eine kurze Info. Das hier wird jetzt erstmal quasi die letzte Folge sein, bevor eine Staffelpause mit Europa Universalis 4 stattfindet und Italien. Das heißt, es wird dann weitergehen, aber erstmal haben wir quasi hier mit diesem Projekt eine kleine Pause. Aber keine Sorge, es gibt fleißig neuen Content auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar, wenn diese Folge draußen ist, ist schon ein neues Projekt mit der ersten Folge gestartet. Schaut da gerne mal rein, das könnte euch auch interessieren. Und zwar Napoleon Total War mit Portugal. Gerne mal reinschauen, da gibt es auch spannende Schlachten, die dann im Total War-Stil natürlich von mir ausgetragen werden. Und natürlich eine Kampagnenkarte, wo wir versuchen auch eine gute Wirtschaft und eine gute Finanzlage aufzubauen. Das ist aber nicht alles. Nachdem das schon gestartet ist, dürft ihr euch am 5. Juni darauf freuen, dass ein neues Let's Play startet. Und zwar ein neues Let's Play von Die Gilde mit der Erweiterung Gauklerkruften und Geschütze. Das ist das Original für alle Nostalgie-Fans und für alle Fans, die es noch nicht kennen. Schaut's gerne an. Die Gilde ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich habe es zum Glück wieder technisch zum Laufen bekommen. Es sieht auch überraschend noch ganz gut aus und es macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich werde da auch das erste Mal jetzt einen Beruf spielen, den ich bis jetzt noch nie gespielt habe. Ich verrate noch nicht welchen. Das könnt ihr dann am 5. Juni sehen. Und ja, ich glaube, das wird sehr spannend werden. Freut euch drauf. So. Wir könnten jetzt entweder mal hier die Technologie Militär wählen oder das Einheitenlimit erhöhen. Ich denke, wir warten mal in dem Fall jetzt mal auf die Technologie. Zahlen mal Geld gegen die Pest. Wir sind immer noch im Krieg gegen die Briten und Portugal, aber Portugal ist schon von den Franzosen besetzt. Da müssen wir nichts mehr machen. Aber Irland wird von den Briten zurückerobert, wo die Franzosen mal kurze Zeit lang waren. Wenn ihr euch erinnert, unsere aggressive Expansion ist jetzt ja sowieso erstmal relativ hoch geschossen, weil wir, also vor allem hier im Kernland, aber auch außenrum, selbst in Frankreich bei unserem Verbündeten 22, also wir müssen jetzt mal wieder eine Zeit des Friedens machen. Ja, aber da verlassen schon die kleinen Nationen wieder die Koalition gegen uns. Sehr schön. Da fällt mir ein, wir haben... Ah ne, wobei, die sind nicht untätig. Ja, unsere Diplomaten sind unterwegs und die nächste Militärtechnologie holen wir uns. Damit können wir jetzt auch Waffenmanufakturen bauen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ich habe mal jetzt noch 3 Manufakturen gebaut. Und der Krieg mit Portugal ist vorbei. Was gab es denn da? Portugal wird gezwungen, Geld zu zahlen. Ah, wir bekommen ganze 19 Gold von Portugal. Portugal muss aber kein Gebiet abgeben oder so. Okay. Wollen wir noch irgendwas bauen? Oh ja, in Treviso unbedingt noch einen Marktplatz. So, der Rest lohnt sich eigentlich kaum noch. Ich meine, wir können noch ein paar Regierungscamps dann bauen und wir können eine Fähigkeit nutzen in dem Zeitalter der Reformation. Blockade, Einfluss, Belagerung. Das wäre da nicht so, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Andere Religionen, ja gut, gegen den Osmanen Kriegspunkte kosten, aber das ist jetzt auch nur noch Schatten seiner selbst. Söldner könnten mehr Disziplin haben, wobei mittlerweile bauen wir auch eine gute Mannstärke auf. Ah, Übertragung Schiffshandelsmacht, das sollten wir glaube ich machen. Ja, ja, das passt am besten für Venedig oder für Italien natürlich, was wir hier mittlerweile sind. So viel steht fest. Aber gut, da fällt mir ein, wir könnten natürlich tatsächlich nochmal Krieg gegen den Osmanen führen. Der ist jetzt hier schon sehr geschwächt, ein Händler, der schiffsbrüchig ist. Das kostet uns erstmal Geld. Unfassbar. Gibt es irgendwelche Revolten, die anstehen? 5 Jahre, 10... 26 Jahre. Nö. Die Antwort ist nein. Na gut, dann marschieren wir jetzt noch gegen den Osmanen und erobern für Byzanz weitere Gebiete. Und Reformation der katholischen, des katholischen Glaubens. Die Erfolge der protestantischen Bewegung können nicht länger unbeachtet bleiben. Seine Heiligkeit hat eine Kommission von Kardinälen damit beauftragt, sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen. Damit kommt die Einladung in das Konzil von Trient.
Der Papst hat uns zum Konzil von Trient eingeladen, um die notwendigen Reformen zu diskutieren, die der Korruption und den anderen derzeitigen Widrigkeiten der Kirche ein Ende setzen sollen. Das Konzil wird darüber diskutieren, was die protestantische Ketzerei ausmacht und darüber, wie die Definition der kirchlichen Lehre in Sachen heiliger Schrift, Tradition, Erbsünde, Rechtfertigung, Sakramente, Eucharistie in der Heiligen Messe und Heiligenverehrung aussehen. Okay. Italien kann nun eine Haltung im Konzil von Trient wählen. Schauen wir mal kurz. Harsch, das bedeutet stärkere Missionarsstärke, aber Institutionsverbreitung ist geringer. Versöhnlich. Tja, eine Schwächung unserer Missionarsstärke dadurch, und zwar ordentlich. Aber Beziehungen können einfacher verbessert werden in Zukunft. Resistenz gegen Reformation. Hätten wir bei beidem. Meinung gegenüber Ketzern. Ich sag mal so, wir stammen ursprünglich aus einer Republik und wir sind ja auch als Italien aktuell eine Republik. Ich glaube, deswegen sind wir etwas offener, wobei auf der anderen Seite... Wir haben sogar 100% Einigkeit. Ach, schau an. Obwohl nicht alles einig ist. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich vielleicht hier auch gegebenenfalls Gebiete konvertieren, wobei das muss ja dann... Eigentlich muss sich da Byzanz drum kümmern. Und Byzanz ist Byzanz. Ja, Byzanz ist sowieso orthodox, also... Und wir werden ja hier im Osten keine neuen Gebiete erobern. Nee, ich denke, die Republik Italien wird sich tatsächlich für die versöhnliche Seite entscheiden. So. Gut, darum haben wir uns gekümmert. Ich würde gerne mein Darlehen einmal tilgen. Österreich ist auch versöhnlich. Wir tilgen unser Darlehen mit den ganzen Zinsen. Ja, jetzt kann natürlich unser Missionar gar keine... Provinzen mehr konvertieren. Kataro verliert Grundsteuer. Dafür bekommen wir in Rom was. Ja, ja, bevor die Moral da schwächer wird, der Armee. Machen wir das mal lieber so. Ich gehe mal davon aus, Byzanz hat noch hier Ansprüche, oder? Oh, aber nur einen direkten gegen den Osmanen. Aber der reicht ja zum Angriff. Gut, dann würde ich sagen... Sind wir bereit? Ah, wir haben vorher noch eine Regierungsreform. Ui, jetzt sind wir aber mittlerweile auch schon weit. Wirtschaftsbelange. Handelseffizienz, Handelseinfluss, das wäre nicht schlecht für unsere Republik. Handelssteuerung. Handelseinfluss im Inland, Handelsmacht der Händler. Tja. Handelseinfluss im Ausland. Was ist uns da jetzt mehr wert? Ich muss gestehen, das ist eines der wenigen Themen, wo ich nach wie vor wahrscheinlich bis zum Ende von Europa Universalis nicht durchblicken werde. Man muss sagen, wir haben jetzt ja mittlerweile hier sehr viel Land. Deswegen ist es wahrscheinlich eher der Handelseinfluss im Inland, der uns mehr bringen würde. Machen wir das mal so. Ein merkantilistischer Ansatz. Ich hoffe, es war sinnvoll. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren berichtigen, falls das jetzt aus eurer Sicht nicht die richtige Entscheidung war. So, oh, haben wir noch einen... Waffenstillstand? Wie lange denn noch? Noch 4 Jahre. Oh, das habe ich nicht gesehen. Bis 37 sogar. Krass, das war mir nicht bewusst. Okay, na dann warten wir. Ja, und hier machen wir aktuell keine Erfolge. Logischerweise. Wie viel Missionarsstärke bräuchten wir hier? Minus 4,1%. Gibt es irgendwo einen Missionar als Berater? Natürlich nicht. Ja gut, dann breche ich das Ganze einmal ab. Sparen wir uns auch Geld in der Hinsicht. Mit dem Missionar. Und wir haben ja genügend religiöse Einigkeit. Da kommt es auf die paar Provinzen nicht an. So, wir bauen hier noch ein paar Regierungscamps. Dann können wir langfristig unsere Armee noch vergrößern. Können wir hier auch schon mal machen. Bauen wir schon mal eine etwas größere Armee auf. Flottendenken leidet. Machen wir hier Speed 5, bisschen schneller vorankommen. Und eine weitere Wahl. Der geliebte Verwandte. Oh! Das nenne ich mal einen Verwandten. Filippo Grimaldi, 456, das wäre ja wirklich... Ein fantastischer Herrscher.
nachdem unser durchlauchter Doge schon mit 57 gestorben ist, wählen wir den Verwandten von ihm, Pietro, seinen Sohn. Und der ist ein Genie. 31, der wird hoffentlich viele Jahre regieren und immer wieder wiedergewählt werden. Unser Hauptproblem ist, dass unsere republikanische Tradition etwas sinkt, aber so sei es. So, Staatsehe haben wir wieder mit Polen gemacht. Und auch mit Frankreich. Aber mit den Briten wird immer noch kein Friede geschlossen, was auch ein bisschen unschön ist. Unterhalt der Armee. Moral, ich glaube, jetzt gegen die Osmanen brauchen wir nicht unbedingt noch Moral. Das werde ich mir mal noch überlegen. Ende des Bauernkriegs. Moskau ist sehr mächtig geworden. Die hassen uns. Alter, die haben hier was. Ne? Die haben was Großes aufgebaut hier hinten. Wie viele Truppen haben denn die Osmanen aktuell? 18.000, das ist ja nichts. So, und es gab endlich Frieden mit den Briten. 100.000, 118.000 jeweils auf den Seiten an Tote. Und tatsächlich konnten die Franzosen durchsetzen. Caen, oder ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, wurde abgegeben. Großbritannien tritt innere Hybriden an Schottland ab. Oh, Schottland hat sogar noch mal was zurückbekommen. Und wir bekommen ganze 16 Dukaten von dem Krieg. Und eine Gefälligkeit, naja. So, ach, wir brauchen wieder einen Rivalen. Tja, da bleibt ja eigentlich nur Moskau, weil Spanien wollen wir uns ja noch ein bisschen vorhalten. Oder halt die Briten. Aber Moskau hat uns auch rivalisiert, oder? Aber eigentlich will ich halt echt nicht gegen Moskau irgendwas machen. Die Briten sind grundsätzlich schwächer, was mehrere Sachen angeht. Armee und sogar flottentechnisch. Aber gut, sie sind jetzt auch geschwächt worden durch die Franzosen. Ich denke mal, Frankreich hat die Briten als Rivalen. Nee, ist doch Österreich, Briten, Spanien. Und Polen hat auch die Briten. Und Moskau. Aber gut, dann nehmen wir doch die Briten, weil das sind die Rivalen unserer beiden Verbündeten. Das stärkt das mächtige Bündnis Frankreich und Polen. Wie viele Truppen hat denn Polen? 43.000, Frankreich sogar 57.000. Und Polen hat sich hier Gebiete geholt im Heiligen Römischen Reich, was auch durchaus überraschend bemerkenswert ist. So, in Rom bauen wir mal noch das Handelszentrum aus. Zur nächsten Stufe. Wir holen uns die nächste Militäridee hier. Das erhöht nochmal unser Einheitenlimit. Und wir können Mantua das Handelszentrum einmal ausbauen. Thema gefallen. 145 Dukaten. Wir holen uns mal Gold von den Franzosen für gefallen. Und Rekruten noch von den Polen. Oh, und auf einmal können wir wieder missionieren, ja dann. Konflikte, es gibt ein paar Konflikte, die Regierung beeinflussen. Abhandlung über Naturphilosophie, das lassen wir mal schön sein. Und ich würde gerne ein wenig entwickeln. So, Handelspolitik scheitert. Ah, ein bisschen Korruption können wir in den Griff bekommen. Tyrannische Adlige. Ja, verliert der Adel halt ein bisschen Loyalität, damit kann ich leben. Staatsehe mit Byzanz ist vorbei. Oh, die haben schon wieder eine Revolte. Und meine ganzen guten Generäle sind alle gestorben. Aber wir haben wieder jemand Neues. Gutes, sogar wieder direkt 3 Sterne. Ich bin begeistert. Helfen wir hier mal kurz mit gegen die Rebellen dort. Können wir hier die Staatsehe wieder erneuern? Machen wir das mal. So. Und zurück. Das Tag des jüngsten Gerichts. Ulm verließ noch die Koalition gegen uns. Das ist aber nett von Ulm. Untätig, keine erzürnten Nationen. Verbessern wir mal die Beziehungen mit
Polen. Österreich ist wieder Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sehen wir allerdings gerade nicht so die großen Probleme. Und Byzanz und Walachei sind nach wie vor, haben kein großes Freiheitsstreben. Ein großer Ball in Rom. 10 Prestige, ja, das nehmen wir doch. Ja, und die neue Welt hier wird langsam kolonisiert, wie wir das sehen können. Aber da hat Italien ja aktuell kein Interesse. Unser Interesse gilt eher Europa. Soweit ist hier der Waffenstillstand vorbei? Jawohl. Also gut. Saruhan. Polen würde uns sogar helfen. Brauchen wir die Hilfe Polens? Das könnte ein wenig schneller gehen mit polnischer Hilfe. Wieso nicht? Do it. Erobern wir Saruhan. So, mal schieben wir hier gleich los. Führen unsere Schlacht gegen den Osmanen. Kreuzzug haben wir auch noch. Wir haben die komplette Osmanenarmee direkt vernichtet. Ja, das ging schnell. Würde ich sagen. Ist eine Festung? Ich sehe es nicht so gut. So, marschieren wir mal direkt gegen die Gebiete dort. Was haben wir besetzt? Ah, ich brauche meine Flotte. Apropos, wo ist denn meine Flotte aktuell? Ach, die habe ich immer noch dort stehen. Schicken wir mal dort die Flotte hin. So, und wir marschieren hier vorwärts. Ich denke, der Osmane wird recht schnell besiegt werden. Der ist auch so abgeschnitten. Ist die Frage, ob wir in die hinteren Bereiche überhaupt kommen. Kriegen wir hier Militärzugang? Jawohl, bekommen wir. Dann können wir in die hinteren Bereiche auch vorrücken. Ein neuer Papst vom Kirchenstaat. Ja, mit dem Kirchenstaat sollten wir auch mal Beziehungen verbessern. Wir besiegen jetzt mal hier die Rebellen. Wo bleibt die Flotte? Da kommt die Flotte. So, jetzt passt das. So, Verfall Regimenter Drill ist gesunken. Byzanz hilft uns hier auch. Besiegt. Rebellen haben wir besiegt. Ja, na dann. Immer weiter vorwärts. Das sollte ein recht schneller und entscheidender Schlag werden. Konnte der hier belagern? Nee. Schicke ich hier meinen Belagerer mal dorthin. Zur einen Festung. Das war auch kein Belager, aber den schicke ich noch zur anderen Festung. Okay, unsere Truppen marschieren. Vorwärts. Oh. Natürlich haben jetzt die Osmanen hier 1000 Truppen auf diesen Inseln gebaut. Das bedeutet, wir sammeln hier mal kurz ein paar extra Truppen. Die 900 kann ich leider nicht mehr aufhalten, die laufen in ihren Tod. Die nächste diplomatische Technologie, da warten wir noch ein bisschen. Oder gewinnen wir sogar? Ah, wir scheinen vielleicht sogar zu gewinnen. Tatsächlich. Gute Neuigkeiten. Die Polen helfen hier auch schon. So.
Ansonsten laufen wir hier vorwärts. Das wird nochmal ein großer Triumphfeldzug. Zur Rückeroberung byzantinisches Gebietes, römischen Gebietes, möchte man sagen. Die römische Republik wird wieder auferstehen. Mit Glanz und Glorie. Da hinten sind noch 12.000 Osmanen, die sich irgendwie zurückgezogen haben. Wir laufen jetzt noch nach Rhodos. Und wir besetzen hier gerade die ganzen Gebiete. Die Osmanen irgendwohin noch marschieren mit ihren Truppen, man weiß es nicht. Ah, jetzt habe ich die aus Versehen aufgeteilt, die Armee. Gut, das ist nicht ganz so schlimm. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Weil jetzt haben wir nämlich so gut wie alles schon besetzt. So. Lagerung hier haben wir gewonnen. Handelsschutz gegen die Moskowiten. Und ich würde sagen, die Armee kann es dann mal wieder zurück sich bewegen. Waffenstillstände sind vorbei. Die nächste Festung haben wir besetzt. Oh, es gab wieder Rebellen. Wieso haben wir keine 100% aktuell? Ist mir irgendwas nicht bekannt? Hilft denen jemand? Hormus. Ich will auf jeden Fall diesmal keine republikanische Tradition verlieren. Hormus. Ist das hier irgendwo im Süden, oder? Ach, hier, sehr weit weg. Ja, die wollen wahrscheinlich keinen Separatfrieden. Na. Gut. Ja gut, dann ziehen wir uns hier mal zurück. Die Armee darf sich auch nochmal zurückziehen. Rückzug der Truppen. Dann machen wir mal alles byzantinisch hier. Solange können wir die Zeit ja auch noch laufen lassen. Wahrscheinlich können wir eh nicht so viele Gebiete erobern. Ein Problem ist natürlich jetzt, dass auch die Mamelucken hier noch Gebiete halten. Schauen, wie viel wir da erobern dürfen können, wie auch immer. Vielleicht so ein bisschen hier in den Süden runter. Bis nach Adana. Ein Kardinalminister wird gerne doch angestellt. Wir sind am Diplomatenlimit angekommen mit unserer Macht. So, Frieden schließen. Das kostet schon wieder unfassbar viel aggressive Expansion, das ist der Wahnsinn. Ja, aber ich denke mal, die Koalition. Na gut, das würden sie nicht mehr machen. Die Koalition könnten wir in den Griff bekommen. Wie viel, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Ausbreitung das nach sich ziehen würde für Byzanz, das sehe ich jetzt natürlich nicht. Nicht, dass Byzanz daran kollabiert, so viele Gebiete zu erobern. Vielleicht sollte ich es nicht übertreiben. Ich lasse mal Karaman noch weg. Fordere lieber noch Kriegsreparationen. So sieht das doch schön aus. Ja, aber sonst. Oh, sie würden sogar noch das Bündnis mit Hormus. Nee, das brauchen sie nicht, weil die Mamelucken werden sie ja bestimmt auch angreifen. Sie sollen uns lieber noch ein bisschen Geld zahlen. So gefällt mir das. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, der Kreuzzug ist vorbei. Wir hatten hier nochmal einen guten Erfolg. Ich glaube, ich werde sicherheitshalber eine Armee mal tatsächlich dann dort lassen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte hier zu Aufständen kommen in dem Gebiet. Deswegen sollten wir ein wenig vorsichtig sein. So, jetzt holen wir uns mal die nächste diplomatische Technologie. Ein wenig der Zeit voraus. Und die letzte Militärtechnologie. Kostenkampfprovinzen reduziert sich. Gut, das bringt uns jetzt nichts. In dem Fall Disziplin. Gesetz über öffentliche Straßen. Handelseffizienz und Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich. Ja, das passt doch für unsere Handelsnation sehr gut. Mit der Handelseffizienz. Wollen wir uns noch die frühmoderne Administration mit dem Regierungssitz. So, und wie ich es vorausgesagt habe, die erste Revolte kommt, die wir hier noch niederschlagen können. Und ja, wir können wieder ein paar Großbauprojekte nutzen. Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt. Jetzt, ja, der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs wird gerade echt niedergestutzt. Ja, die wollen hier ein Gebiet noch erobern, scheinbar. Noch rufen sie uns aber nicht zu den Waffen. Thema Großbauprojekt. Ich wollte, glaube ich, in Athen das endlich mal fertig bauen, oder? Das kostet uns jetzt nochmal 5.175, aber das sorgt dann dafür, dass die Berater anstatt 10% sogar 20% weniger kosten. Und reduziert Korruption immer mal ein wenig. Und reduziert die Unruhe vor Ort. Mögen wir das Parthenon... Das heißt wirklich Parthenon, ja. Nicht Pantheon, wie in Rom, sondern Parthenon. Mögen wir das bauen, möge es im Glanze erstrahlen. Und ich überlege gerade, ich würde sagen, wir holen uns sogar noch eine Stabilität vom Papst. Jetzt haben wir 3 Stabilität. Das ist eine hervorragende Zeit für die Römische Republik. Wir kümmern uns um erzürnte Nationen. Und stehen solide da. Savoy natürlich immer noch mit dem Bündnis mit Spanien. Ja, das wird so unser nächstes Problem werden. Ich meine, wir können natürlich noch überlegen, hier irgendwie langfristig... Frankreich bekommt Militärzugang, Bosnien und Serbien noch zu erobern. Aber langfristig müssen wir, wenn wir ganz Italien wollen, gegen unseren aktuellen Bündnispartner Spanien gehen. Das wird sich dann noch zeigen, wie das Ganze laufen wird. 1540 haben wir es. Ich denke, wir kommen so langsam zum Ende und wie erwähnt, kommen wir jetzt erstmal in eine Staffelpause am 1. Juli 1540 für dieses Projekt. Aber wie schon erwähnt, könnt ihr direkt mit einem neuen Projekt Spaß haben und euch unterhalten lassen. Und zwar ist jetzt schon die erste Folge Napoleon Total War mit Portugal draußen. Mit der besonderen Lamontel der Empire Mod, wo ich im Jahr 1792 mit Portugal spiele, also kurz nach der Französischen Revolution. Sehr spannendes Zeitalter. Und vor allem freue ich mich auch, mit einer kleinen Nation wie Portugal da mal zu spielen. Gerne reinschauen. Und ansonsten startet auch am 5. Juni, am Mittwoch, das neue Let's Play mit Die Gilde, wo ich einen, ja, besonderen neuen Beruf wähle und wir ein bisschen Nostalgie erwarten dürfen und uns darauf freuen dürfen. Ich hoffe, es hat euch hier wieder gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, nach der Staffelpause, was sind eurer Meinung nach so die großen Ziele, die jetzt Italien als nächstes haben sollte. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns nach der Staffelpause wieder. Ich kann euch selbst noch nicht hundertprozentig sagen, wie lang dies sein wird, aber ja, ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten und jetzt auf zum Total War Video, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Gaius.